Ah, der dreht ja um. Na, ah, überall Züge. Ich hab gerade noch gesagt, hier vorne keine Züge mehr, Mann. Ich muss mir das mal angucken, ob das Ausladen hier noch... Ja, weil ich hier so einen ordentlichen Splitter drin habe, deswegen funktioniert das. Das ist Maximum. Kompression, die geht. Mehr Kompression geht, ne? Gut. Also das funktioniert mit maximaler Kompression hier. Vor allen Dingen, wenn das hier Stapelgreifarme wären. Ich weiß gar nicht, warum das keine Stapelgreifarme sind. Weil das wäre besser. Dann würde das auch ordentlich funktionieren. So, Stapelgreifarme. Jetzt habe ich nicht genug mit. Würde ich das jetzt hier drüben auch gleich nochmal machen? Na gut. Ah, der dreht ja um. Na, ah, überall Züge. Ich habe gerade noch gesagt, hier vorne keine Züge mehr. Mann. Ihr müsst doch oben auf mich hören. Ich bin doch hier der Maestro. So ein bisschen. So, alles hier rein. Dann müsste der jetzt hier eigentlich loseiern. Jeden Moment. Okay, ja, mach mal. So, dann überlegen wir uns den Satelliten. Erstmal wohin mit dem ganzen Kappes und Satellit. Also wir brauchen jede Menge Bahnhöfe dafür, das ist ja schon mal klar. Ja, dann hier den Stahl schon mal mitnehmen. Werden wir gleich brauchen. Wir brauchen noch Schaltkreise in dem Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich da keine mehr habe. Jetzt sacken wir uns mal ein paar ein. Rote Schaltkreise eigentlich auch, aber naja. So wird es schon mal reichen. Nein! Verdammt. Ich muss mal die Waffe wechseln. Entschuldigung. Was wollte ich denn jetzt? Hier, die Greifarme in jedem Falle mitnehmen. Okay. Schienen brauchen wir. Schienen haben wir auch. Sehr gut. Ja, wohin jetzt mit dem Gelumpe? Das ist jetzt die Frage. Wir könnten hier oben hin machen. Hier so. Ich glaube, das Ding braucht nicht so viel Platz. Mal gucken, weil wir brauchen relativ viele Bahnhöfe. Deswegen weiß ich noch nicht genau. Was brauchen wir denn alles? Muss ich mal gleich mal gucken. Nachgeschaut. Also auf, der Satellit muss hier hergestellt werden. Der hier. Und die drei Teile müssen ankommen. So, das Ende brauchen wir für den Satelliten auch. Nämlich die Bauteile mit geringer Dichte. Das ist egal. Solarpanels müssen wir herstellen. Die brauchen Stahl, Schaltkreise und Kupferplatte. Das ist schon mal doof. Weiß ich nicht, ob ich da direkt Injektionen machen will. Dass ich Kupferplatte, Eisenplatte und Stahl anliefere. Und die Säure halt. Und dann bauen wir da alles draus. Müssen wir uns mal überlegen. Aber der Platz hier wird nicht reichen. Das machen wir nicht. Warte mal. Haben wir hier drüben mehr Platz? Würde ich sagen. Dann machen wir das hier. Wir haben ja, glaube ich, auch irgendwo Landfill. Hatte ich das vorbereitet? Hatte ich das irgendwo gemacht? Das hätte doch bestimmt irgendwo Landfill in Auftrag gegeben, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Okay, das ist natürlich doof. Weil das wollte ich ja eigentlich machen. Oh, hier, der ist ja noch richtig voll. Schön, schön, schön. Wie viele Millionen sind das? 2,1 Millionen, okay. Der hier hat schon ordentlich abgenommen. 1,1 Millionen noch. Ja, hier ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Da ist nichts mehr. 7 Millionen. Oh, der geht's noch gut. 500.000, das hat auch abgenommen. Da sind noch 3, 4 Millionen. Hier unten sind nochmal 3 Millionen.
Und dann hier hinten 33 Millionen. Auf dem Weg dahin können wir die hier mitnehmen, sind auch nochmal 2 Millionen. Aber die sind so klein. Alles so. Naja, mal gucken. Okay, wie machen wir das jetzt hier? Ich würde ja sagen, hier kommt ein Kringel hin, ne? Machen wir hier einen Kringel hin? Das hier hat es schon wieder verdreht. Ja, hier ist der Kringel. In Ordnung, dann schmeißt das hier mal weg. So, jetzt geht's hier erstmal nicht mehr weiter. Das macht nichts. Lob, der da ist im Weg. Ah, mal gucken. Oh, das geht. Hier ist Kringel jetzt angesagt. Okay, hier oben müssen wir die Verbindung wieder schaffen. So, wir brauchen ein paar Zeichen. Hier, Wegzeichen. Den Strom müssen wir wieder anschließen. Wobei, der sieht gut aus. Nee, Strom ist. Rotes Kabel ist halt ab. Aber brauchen wir das rote Kabel überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung, aber... Ja, wir machen es mal wieder dran. Ich habe keine Ahnung, ob es noch gebraucht wird. Ich habe zwar so eine Vermutung, dass es nicht mehr gebraucht wird. Aber trotzdem. So, hier rot. Und rot. 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 Und rot. Wunderbar, es ist wieder verbunden. Ja, da ist alles drauf. Sehr schön. So. Wir haben hier jetzt in jedem Falle drei Bahnhöfe. Nämlich Eisen, Kupfer und Stahl. Eisen, Kupfer, Stahl. Weil die Batterien brauchen auch nichts anderes, ne? Weil, ja, genau. Das bauen wir nämlich alles hier. Okay, pass auf. Drei Bahnhöfe brauche ich jetzt hier. Hol ich mir mal einen Dreier, erstmal. Hier ist ein flotter Dreier, den könnte ich nehmen. Oder ich mache ein neues Setup, weil ich habe was Schönes gesehen beim Kampfgarten, oder wie der heißt. Da gibt es eine Möglichkeit, das ein bisschen kleiner zu machen. Und das möchte ich dann gerne tun. So, wir machen jetzt erstmal hier so. Und dann brauchen wir einen Kringel, dass die umdrehen können. Bop, 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 bop. So, und jetzt hier runter. Hier rum. Ja, ich weiß nicht genau, was das hier jetzt soll, Spiel, aber das machst du schön. So. Ja. Einfach wieder wegreißen. Ist auch ein Traum. So, das passt. Das ist jetzt hier der Ausfahrtskringel. Das macht ja nichts. Ist das lang genug? Ich glaube nicht, du. Das muss ja lang genug sein hier. So, da. Okay, jetzt brauchen wir drei Bahnhöfe. Das ist doch alles schwierig. Schmierig. Hier ist der erste, ne? So weit, so gut. Hier könnte auch einer sein, theoretisch. Ja, dann haben wir ja schon zwei. Der geht dann auch mit hier drauf. Einfach. So, da drauf. Wunderbar. Und drei brauche ich. Ich habe dann noch keine Ahnung, wo ich die... Ja, das geht auch sehr gut. Mit drauf. Super, super. Drei Bahnhöfe. 1, 2, 3. Reicht das von der Länge her, ja. Das reicht von der Länge her so, wenn wir die hier machen. Hübsch, 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 hübsch. Okay. Brauche jede Menge Kisten, nicht? Mit was ist denn das gemacht? Mit Stahlkisten, vermute ich mal, ne? Ja. Das sind Stahlkisten, 12 Stück. Ja, da muss ich mal kurz holen gehen. Warte mal, da unten kann ich gleich holen gehen. Hier laden wir das ganze Rohmaterial aus und dann tun wir das irgendwie verarbeiten, was ich noch nicht genau weiß wie.
Aber das wird gut. Was ist denn hier jetzt los? Houston? Ach so, voll. Oder was? Warum lädt das jetzt hier nicht mehr ein? Hier ist doch noch Platz möglich. Das sehe ich doch. Er gibt minus 3200 aus. Und wie viel ist auf so einem Ding drauf? Machen wir nicht kleiner 1, sondern 4. Festlegen. Aha. Dankeschön. Was? Wir haben kurz gearbeitet, ich habe es genau gesehen. Ach, hier ist nichts verbunden. Ach. Ja, hier ist nichts verbunden. Jetzt ist nichts verbunden. Weil warum sollte das auch verbunden sein? So. Okay, jetzt funktioniert das. Hier ist es verbunden. Ja, sehr schön. Dann sind die alle voll. Ja. So weit, so gut. Und hier sieht das auch gut aus. Okay. Neue Forschung. Was können wir machen? Produktivität. Wäre ein Traum, ne? Kohleverflüssigung. Nee. Klippensprengstoff. Ach, cool. Kann man die Klippen weghauen. Inventarlogistik, Landminen. Weiß ich nicht, ob die so toll sind, ne? Explosive Raketen wären vielleicht cool. Wir müssten mal die Artillerie bauen, ne? Ich habe sie ja jetzt freigeschalten. Forschungsgeschwindigkeit. Die letzte Stufe, ja. Mach den mal schnell. Ah, ich hätte Stahl mitgenommen. Nee. Ich habe das bloß repariert, aber dann war's auch gut. Warum habe ich jetzt überhaupt Stahl mitgenommen? Was wollte ich jetzt hier eigentlich machen? Ach, Stahlkisten. Ja, okay. Stahlkisten. Das wird gar nicht reichen. Na gut, ich setze die Asche mal hin. Und dann weiß ich ja, was los ist. Ich muss dann die Züge da noch bauen. Ja, okay. Machen wir. So. Hier ist das Ding. Was auslädt. Da und da. Okay. Hier dasselbe. Da und da. Und hier. Und hier. So. Jetzt geht das hier natürlich nicht so, wie ich das dachte. Wie das der Herr Kampfgarten macht. Er macht das aber auch nicht mit Stapelgreifarm. Mache ich vielleicht doch einfach mein Ding. Ja, mache ich einfach mein Ding. Ist ja eigentlich kein Problem. Ne, wir haben ja hier erstmal so. Bup. Ich muss da mal gucken, wie ich die lang läge. So, hier geht jetzt immer einer zusammen. Einer geht zusammen. Da la 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 la, weil es drei sind, was ein bisschen doof ist, aber das macht ja nichts. Oh, hier dasselbe. Das ist richtig rum. Das weiß ich nicht. Warte mal, ich muss mir das abgucken. Sonst funktioniert es nicht. Ja, komm, mach eine. Ja, mach eine. So. Guck ich mir jetzt einfach ab. Keine Lust, da jetzt rumzuprobieren. Ich weiß ja, dass das noch funktioniert hier unten. Das System. Vor allen Dingen, wenn dann ein Balancer kommt. Okay, das ist so breit. Drei breit. Höchstens vier. Machen wir das, okay. Das ist das Ding. Zug? Nee, okay. So, ich hoffe, ich habe genug Platz hier. Das ist knapp. Das ist echt knapp. Macht aber nichts. So, eins, zwei, drei. Hier.
das Ganze hier auch nochmal. Hier haben wir genug Platz. 1, 2, 3 und 4. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir von jedem brauchen werden. Hier sehen wir schon, dass die Steilkisten hier reichen. Also müssen wir auch gleich nochmal los. Ja, sehr gut. Oh, da ist schon wieder Magenknurren, du. Ha. Das ist der Wahnsinn. Hatte ich gestern erst bei, vorgestern war das bei RimWorld auch. Denkst du, ui, 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 das muss doch in der Aufnahme drin gewesen sein, aber nee, Glück gehabt. Wie weit sind wir denn hier? 2 Stunden erst, also nee, da muss noch was. Vor allen Dingen, da ich ja eine ganze Ecke wahrscheinlich rausschneide, wo nichts passiert ist. So, das ist jetzt hier fertig. Nun ist die Frage. Also wir können 2 nach rechts machen, hier. Pass auf, die beiden gehen nach rechts. Das ist ja kein Problem. Dann gehen die beiden nach links. Ne, also natürlich der hintere geht nach unten. So. Und der geht gleich nach hier drüben. Oh, das ist kein Problem. Okay. Dann müssen die hier einfach hier drunter durch. Das ist ja auch wurscht. So, die jetzt hier. Warte mal. Hier hätte ich gerne schon mal einen Balancer. Warte mal, wo ist der? Da ist er. Wunderbar, der kann hier hin. Das müsste reichen. So, hier kommt der unterste. Bop, bop, bop und wackelt hier rein. Ist ja ganz klar. Das ist der hier. Der wackelt natürlich dann da hier hinten rein. Dieser. Ich hätte den ruhig ein Stück versetzen können, aber das macht nichts. So, und der wackelt hier rein. Und das passt, sehr schön. Dass es sie jetzt hier so komisch überschreibt, ist natürlich doof. Oh, da knurrt's wieder. Oi, 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 oi. Okay, dann sind jetzt hier 4 gebalancete dann raus. Was auch immer das ist und was das ist, das muss ich mir noch ausdenken. Ich weiß auch noch nicht, wie viel ich von jedem brauche. Aber das kann man hier ja nachlesen. Hier brauchen wir auf jeden Fall mehr davon. Hier kann ich es nicht nachlesen, das ist ja ein Traum. Möb. Was braucht denn so eine Batterie? Möb, 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 Batterie hier. Ja, eine Eisenplatte, ein Kupferplatte. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Kupfer als Eisen, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ich das so sehe. Deutlich mehr Kupfer als Eisen. Vor allen Dingen braucht der Akku ganz wenig Kupfer. Naja, mal sehen. Ich weiß es noch nicht genau. Könnte ja hier schon mal anfangen. Moment. So, Maschinen. Ich habe nicht zu viele mit, das ist ein Problem. So. Das hier ist ja das normale Setup, das man... Kupferkabel. Alter, das knurrt. Wahnsinn. Okay, Kupfer. Wie viele produzieren die? 0,5. Also 2 pro Sekunde. Schaltkreise produzieren die. Der hier braucht 15 innerhalb von einer Sekunde. Okay, das heißt, er kann direkt Einspritzung machen. Das ist ein bisschen Overkill. Wenn wir das jetzt doppelt bauen, warte mal. Bauen das doppelt. Den Moment. Ich muss erst mal Dingsbums holen. Neue Maschinen brauchen wir. Ein paar Greifarme werden nicht schlecht. Und dann gucken wir mal. Ich versuche mir das jetzt hier erstmal so zu überlegen, wie das hoffentlich dann funktioniert. Bevor wir das dann richtig aufbauen. Oh, Greifarme und Maschinen. Super. Dann gehen wir erstmal schon mal wieder zurück.
Das ist jetzt hier, wie gesagt, erstmal wieder Prototyp bauen. Überhaupt überlegen, wie es funktioniert, bevor wir das dann in groß dahin klatschen. Wie gesagt, wir brauchen ja eine ordentliche Produktion für Satelliten. Ich weiß nicht, wie viele am Ende kommen müssen. So, warte mal. Wir haben jetzt hier das doppelt. So, hier nochmal da. Das hier setzen wir mal um. Nämlich ein Stück nach rechts. Dann können wir nämlich die hier ein Stück nach links setzen. Das hier sind unsere... Oh, so die Dinger. Wie viel machen die jetzt nochmal? Wir brauchen pro 10 Sekunden, ne? Solarpanel? Ja, pro 10 Sekunden 15. Der macht... In 10 Sekunden macht er 20. Das heißt, das sind 80. Lässt sich 80 durch 15 teilen? Ne, wirklich. Wie viele sind denn das? 60 wären 5 Maschinen, könnte man damit füttern. Ne, wenn wir das jetzt hier aufbauen. 1, 2, 3, 4, 5 könnte man damit bauen. Wie kann man denn die direkt injizieren? Geht das überhaupt? Warte auf, so? Ne, das muss auf dem Band, sonst funktioniert das, glaube ich, ne? Das muss kurz auf dem Band. Aber das hier wäre genug für 5 Maschinen. Ne, da könnte man 5 solche Dinger mitmachen, okay. Wir machen mal 10 solche Dinger mal. Ich habe keine Ahnung, ne? Am besten, ich sag's noch ein paar Mal, das macht's viel besser. So, bevor ich jetzt hier weitermache, ich kopiere mal das Setup von da drüben. Das haben wir ja schon fertig und in Ordnung. Das kopiere ich mir. Und nutze es dann da oben. Hier einfach löschen. So, das hier. Ich denke, dann machen wir ein doppeltes. Weiß es nicht. Einfach das ganze Ding so kopieren, wie es ist, würde ich mal sagen, ne? So, einmal frei. Wie gesagt, wir werden jetzt, das ist ja noch ein ganz altes Setup, das wird jetzt so nicht funktionieren, weil ich wahrscheinlich die, ich habe ja die ganz alten Masten nicht mehr, weil ich die eigentlich nicht mehr nehme und so. Da müssen wir mal gucken. So, wir lassen aber Platz, erst einmal. So, kommen die da hin? So rum. Er braucht jede Menge Kupfer. Wir machen mal so. Ja. So, jetzt setzen wir das mal hin. Er macht das auf jeden Fall schon mal ganz lustig. Okay, wie gesagt, jetzt fehlt hier verschiedenes Zeug. Müssen wir mal gucken. Und das so ein bisschen aufbauen. Hier fehlen Maschinen, okay. Dann machen wir einfach die Maschinen jetzt hier hin. Die schnellen. So, wir haben ein lustiges Setup, was noch nie ganz funktioniert. Es fehlt 3 Fließband und 3 Masten, okay. Wo fehlen denn jetzt hier die Masten? Mir fehlt einer, das habe ich gesehen, okay. Und nu? Den, wo die Masten fehlen, hier. Und da. Ja, genau, noch 3-mal Fließband fehlt. Jetzt kommt das hier natürlich raus. Das ist ein bisschen doof, aber das können wir ja einfach umdrehen, das macht ja nichts. Schon mal Fließband holen. Ja. Das ganze Ding kann ich mir ja dann einfach markieren und wieder rübersetzen, falls es da nicht gut steht. Wenn wir es einmal haben, das ist ja dann schnell gemacht. So, das brauche ich. Noch ein paar davon. Blaue Greifarme brauchen wir. Und Strommasten. Strommasten. Hier.
Okay, das sollte eigentlich schon reichen. Könnten uns natürlich die drei Züge schon mal machen. Das wäre auch noch eine Idee. Brauchen wir ja dann auch. Drei Züge. So, brauche ich jede Menge Stahl. Den haben wir hier. Ah, nehmen wir Reisen mit. Ist alles kein Problem. So. Haben wir. Das wird reichen, hoffentlich. So, für die Lokomotiven brauche ich elektrische Schaltkreise, habe ich. Kein Problem. Die Motoren. Motoren, hier. 60 Stück brauche ich, glaube ich, ne? Ach nee, warte mal. Das Doppelte. Doppelte, ich brauche 120, okay. Brauche ja 6 Lokomotiven. So. Na, hat's wieder nicht geklappt. Schade. Okay. 6 Lokomotiven, Hammer. Und das Doppelte davon noch einmal an Waggons. Was ist denn das Doppelte von 6? Hahaha, 12. Okay. Düpp, 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 düpp. Fehlen Zahnräder, wie immer. Sacken wir uns hier gleich mal welche ein. Oh, da lässt mich gar nicht mitfahren. Das ist schon mal gut. So, haben wir die Züge. Brauchen wir da jemanden, der... Ja, wir brauchen da auf jeden Fall jemanden, der Kraftstoff hinbringt. Das wäre wichtig. Warte mal. Ja, da brauche ich eigentlich bloß einen extra Bahnhof, in davon und 10 Roboter. Okay, das machen wir schnell. 10 Roboter. Sollten ja kein Problem sein hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gut, wunderbar, haben wir. Ja, dann können wir los, würde ich sagen. Ich habe keine roten Schaltkreise mehr, und das ist ja auch toll. Dann laufe ich hier nochmal lang, dann habe ich wieder welche. 66, ja. Oh, da war doch wieder ein rotes Flackern. Mensch, ich dachte, es ist weg. Schade. Aber es ist scheinbar nicht mehr so aufdringlich. Aber ich habe auch die Übertaktung raus. Vielleicht auch deswegen. Na gut. So. Ich habe wieder nie geguckt. Gut, dass keiner kam. So, wie viele haben wir denn hier? Ein so ein Ding macht 20, ne? Das heißt 40, 80, 120, 160, 240 haben wir hier in 10 Sekunden. Was ist 240 durch 15? Irgendwas Krummes auf jeden Fall. Rutsch. Das streichen. 16. Nicht immer was Krummes. Wir können 16 Maschinen damit füttern. Mit dem Setup hier. Dann würde ich das mal vorbereiten. 16 Maschinen, ne? Hier kommt das Ding dann raus. So, hier. 1, 2, 3. So. Das sind 4, 8, 12, 16 können wir verwursten. Das ist doch ganz ordentlich. Okay, was brauchten die noch, die Solarpanels?